Ich fahre zum Wettkampf hin und sage, ich mache einen Weltrekord. Ich habe auf das hintrainiert und ich mache den. Ich war halt immer bereit zu lernen, bereit mitzumachen. Glücklich sein. Das ist kein Ziel, das ist ein Zustand. Ich habe gelernt, wenn Scheiße am Boden liegt, dann lass sie liegen, fass sie nicht an, du könntest eventuell riechen danach. 5, 4, 3, 2, So, und herzlich willkommen zur dritten Episode der Dominieren statt Kämpfen Show und zu Gast Investmentbank Gerald Hörhan. Gerald Hörhan ist in Österreich einer der erfolgreichsten Immobilieninvestoren. Er ist extrem gut in komplizierte Konzepte einfach, aber sehr provokativ zu erklären und ich habe das immer schon sehr interessant gefunden und habe mir definitiv gedacht, er wäre perfekt als Gast auf dieser Show, vor allem wenn es darum geht, ein paar Konzepte zu erklären, über Finanzen zu sprechen, vielleicht ein paar Irrtümer auch aufzuklären. Und er hat auch im Hintergrund eine sehr, sehr gute Substanz parat, die er gut erklären wird. In dieser Show kannst du dich richtig drauf freuen. Wir sprechen ein bisschen drüber, er war ja auf Harvard, wir werden ein bisschen drüber sprechen, wie ist es, auf so einer Elite-Uni zu sein im Vergleich zu einer normalen Uni. Wie sieht denn überhaupt die Zukunft von solchen Unis aus? Wir sprechen ein bisschen über selbstfahrende Autos. Wir sprechen darüber, wie man in Immobilien gut investiert, auf welche Dinge man achten sollte, welche Fallstricke für den Otto-Normalverbraucher da draußen oft lauern, wenn es gerade um Finanzen geht. Wir sprechen auch über die Wirtschaft, ein bisschen so Makro und aber natürlich auch Mikroökonomie. Richtig interessant und ich glaube, er als auch ebenso Multimillionär passt perfekt in diese Show. Ich bin richtig dankbar, dass er dabei war. Viel Spaß, los geht's! Bevor wir in die Show gehen, kurz drei wichtige Dinge. Erstens, willst du eine wöchentliche Erinnerungs-E-Mail haben, wo ich dir kurz die Show zuschicke, dich erinnere und eine kleine Übersicht gebe, um was es in der nächsten Episode geht? Dann geh auf die Webseite dominieren-statt-kämpfen.de, also dominieren-statt-kämpfen mit AE, kämpfen mit AE.de. Gib dort kurz einen Namen und E-Mail-Adresse ein und ich schicke dir einmal pro Woche ein kleines Update zur nächsten Episode zu. Ich denke, macht auf jeden Fall Sinn. Zweitens, ich habe einen täglichen Audioblog und da kriegst du jeden Tag in der Früh eine kleine Motivations- bzw. Inspirationsnachricht. Und wenn du das willst, dann geh auf TAB für täglichen Audioblog .25geschichten.de TAB.25geschichten.de. Du kannst dich dort einfach registrieren. Ich schicke dir jeden Tag eine kleine Motivationsnachricht zu, so hast du einen richtig guten Start in den Tag. Und drittens, falls du mein Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich noch nicht gelesen hast, dann hol dir das jetzt am besten gleich von Amazon, denn viele Dinge, die wir auch in den ganzen Shows besprechen, handeln aus diesen Geschichten, werden dort weitergezogen und sie geben dir eine richtig gute Basis. Das Buch war sehr lange bzw. ist immer noch auf Platz 1 in seiner Kategorie auf Amazon und wenn du es noch nicht kennst, solltest du dir es unbedingt holen und wenn du es kennst, ich würde mich voll freuen, wenn du mir ein Review, ein Feedback auf Amazon hinterlassen würdest. Geh dazu einfach auf 25geschichten.de, 25geschichten.de und hinterlasse mir ein Feedback bzw. hol dir das Buch von dort. So, jetzt starten wir aber wirklich rein. Viel Spaß mit der Episode. Hey Gerald, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich total, dass du da bist. Hallo. Gerald, erzähl mal ganz kurz, wenn du jemanden triffst und der fragt dich, wer bist du, was ist so kurz deine Vita, was ist kurz deine Visitenkarte? Also ich bin der Investmentbank, so bin ich zumindest in der Öffentlichkeit bekannt, durch meine Bücher und Vorträge. Hauptberuflich bin ich Unternehmer. Ich habe drei Bereiche. Das eine ist, ich bin Investmentbanker. Das heißt, ich beschaffe für Unternehmen Kapital und für Immobilieninvestoren und mache M&E-Geschäft. Das zweite ist, ich bin Immobilieninvestor. Ich habe mittlerweile ein Portfolio von ca. 200 Wohnungen oder Wohneinheiten in Deutschland aufgebaut. Und ich habe eine Online-Finanzausbildungsfirma, wo ich meinen Mitgliedern lerne, wie man finanziell unabhängig wird, sowohl in Videokursen, Live-Chats und Seminaren. Wow. Ja, da möchte ich ja ein bisschen in die einzelnen Themen reingehen. Was mich total interessieren wird und ich glaube viele den Zuhörern,
Ich meine, wenn man sich deine Vita auf Wikipedia oder so durchliest, dann sieht man dort auf der einen Seite von dir das Punk-Foto und auf der anderen Seite dann Harvard-Ausbildung, McKinsey und Co. Wie passt denn das bei dir alles zusammen? Also ich glaube, in der New Economy passt das immer mehr zusammen, denn wenn man erfolgreicher Unternehmer sein will, muss man sogar ein Rebell sein. Wenn man heute einen Anzug trägt, ist das meistens ein Zeichen, dass man das muss. Aber die Leute, die wirklich erfolgreich sind, tragen selten einen Anzug. Und gerade Unternehmer müssen ja den Status quo in Frage stellen, gerade in der New Economy. Nur als Beispiel, also die Online-Finanzausbildung von mir oder auch von anderen Marktteilnehmern, die droht früher oder später klassische Schulen und Universitäten. Weil ja, wenn man mal so das klassische Schul- und Ausbildungssystem oder Unisystem bereitet einfach die Menschen nicht auf den Beruf und auf ihr Leben vor, was sie heute führen, und ist extrem teuer und bürokratisch. Und in solchen Situationen eignet sich das Internet dazu, die Dinge deutlich effizienter zu machen, kostengünstiger zu machen und natürlich die alten Systeme zu brechen. Und im Bereich Finanzausbildung mache ich das genau. Und in vielen anderen Bereichen machen das auch die Economy-Firmen. Wenn du dir heute anschaust, Fintech-Firmen, die bedrohen die Banken. Und YouTube-Kanäle, wie wir auch einen betreiben, werden früher oder später die klassischen Medien wie Fernsehen und so weiter bedrohen. Weil wenn sich mehr Leute nur mehr Dinge auf YouTube anschauen, nicht mehr im Fernsehen, wird das Fernsehen nicht mehr so viel Advertising-Revenue machen. Das heißt, um eben gerade erfolgreich zu sein in der New Economy, muss man ein Rebell sein und den Status quo in Frage stellen oder auf den Kopf stellen. Und das macht man selten als Bürokrat im Anzug mit roter Krawatte. Ich finde das total cool. Also, wie ich das allererste Mal gesehen habe, auf der einen Seite war ich ein bisschen skeptisch und mir dachte, wirklich? Und dann, als dann eben genau das als Inhalt kommt, dann merkt man, okay, das ist absolut, hat Substanz und so weiter. Trotzdem für mich interessant, ich war auch viel in Amerika, bin dort auch zur Highschool gegangen. Harvard-Abschluss, denkst du, es sind heute die Studiengebühren, jetzt gerade in diesen Elite-Colleges in Amerika, und das hört man total oft, denkst du, dass dort der Wert eines Abschlusses der Studiengebühr entspricht, gerade in so einem Elite-College wie Harvard? Also nur auf so einem Elite-College wie Harvard entspricht das dem. Wenn du auf ein normales College gehst, das mittlerweile auch ganz schön teuer ist, ist die Frage, ob sich das noch lohnt. Aber die Elite ohne es lohnt sich, ja. Das ist einerseits eine Visitenkarte, die dich das ganze Leben begleitet und dir viele Türen öffnet. Das ist eine ganz andere Denkweise, ein ganz anderes Netzwerk. Also ja, eine Elite ohne lohnt sich. Bei anderen Unis bin ich mir nicht mehr so sicher. Also da ist eine absolute Verspitzung der Verteilungskurve, wo wirklich vielleicht oben 5 bis 10, 20 Unis noch mitspielen und der ganze Rest, das ist, so wie du genau sagst, durch Online-Ausbildung wird das komplett ersetzt. Ich meine nur als Beispiel, angenommen, du warst in Harvard, in Stanford oder in Yale oder in Cambridge. Selbst wenn du in die Mongolei fährst oder nach Zimbabwe, wird dir jeder sagen, du warst smart. Ja, das glaube ich. Genauso wie ein Mercedes oder eine Rolex. Man kennt das halt auf der ganzen Welt und das öffnet so manche Tür. Klar. Das heißt nicht, du musst natürlich selbst noch durchgehen. Es ist keine Garantie, dass du erfolgreich bist. Na sicher, du auf der Visitenkarte, das ist super. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal in Immobilien investiert hast? 28, 29. Und du bist jetzt? 40. 40, also seit 12 Jahren. Und du hast in dieser Zeit über 200 Immobilien, du hast gesagt, vor allem in Deutschland aufgebaut. 200 Wohneinheiten, primär in Deutschland, ja. Wow, okay. Für alle Leute, die da zuhören, also so die Altersgruppe da sind meistens zwischen 25 und 30. Welchen Tipp gibst du den Leuten, wenn sie in Immobilien investieren wollen? Auf was sollen sie achten? Was sind die wichtigen Kernpunkte? Also Lage, Zustand und Lage. Das heißt einerseits, dass die Lage passt, insbesondere, dass das Objekt in einer wirtschaftlich starken Region ist, die sich positiv entwickelt. Und natürlich auch, dass der Zustand des Objektes, also des Zinshauses, wo die Wohnung drinnen ist, gut ist. Wenn das Haus statisch kaputt ist oder sonst grobe Probleme hat, das geht auch nicht. Und wie gesagt, ich erkläre viele dieser Dinge in meinem Immobilienkurs, bei meinen Immobilienseminaren oder bei der Investment Bank Academy. Das ist ein abendfüllendes Thema, aber so kann man es vermutlich zusammenfassen. Und du musst natürlich, der Preis und die Rendite müssen natürlich passen, dass es auch ein Geschäft ist. Wie siehst du das gerade jetzt zur Zeit? Also ich meine, wir sind jetzt, je nachdem, wann die Aufnahme von den Leuten gehört wird, aber angenommen, die hören es jetzt im Juli, wann das rauskommt. Wie siehst du den Immobilienmarkt gepriced? Weil ich bin auch, also ich selber auch viel, investiere selber viel in Immobilien und ich schaue da natürlich schon so wie auf dich, auf Experten und denk halt so um meine eigenen Dinge, aber wie siehst du es als Experte zurzeit vom Preis her für den Immobilienmarkt? Ist er Unterpreis genau richtig? Also es kommt darauf an, welches Land.
es kommt darauf an, sehr stark, welches Land. Also in Österreich und in Deutschland sind sicherlich die Immobilienpreise am oberen Ende der Preisspanne. Das heißt, man kann dann auch sehr selektiv kaufen, muss sehr gut aufpassen. Das, auf der anderen Seite hast du natürlich wenige Anlagealternativen und das billige Geld von der Bank hilft dir etwas. Das heißt, ja, man kann sie kaufen, allerdings mit großer Vorsicht und man darf, muss schon sich auskennen, sonst kann man schlicht und einfach ein schlechtes Geschäft machen. Und man sollte sicherlich nicht sein gesamtes Vermögen in Immobilien haben, insbesondere erst, wenn man jetzt einsteckt. Dazu sind die Preise schlicht und einfach zu teuer. Ja. Zumindest in diesen Märkten. Oder wo du lebst, in Hongkong, sind die Märkte auch vollkommen überteuert. Ja, du vertrittst ja wahrscheinlich auch sehr die Meinung, aber bitte korrigier mich da, dass du weniger auf eine Preissteigerung spekulierst, sondern dass die Mieteinnahmen Cashflow positiv sein müssen, oder? Ja, das schon. Und es kann natürlich trotzdem noch sein, dass die Zentralbanken weltweit herum experimentieren mit unseren Währungen, dass trotzdem noch die Preise weiter steigen. Wenn wir Negativzinsen von 3% haben und aus der Immobilie die 4 oder 5% Ertrag liefert, dann ist das trotzdem noch eine große Differenz. Und werden sich trotzdem die Preise noch erhöhen. Das heißt, auf der anderen Seite, dass der politische Risiken der politischen Regulierung und ähnliches. Das heißt, so einfach ist die Sache nicht. Aber ich sage mal so, es ist eine Geldanlage, die noch einigermaßen attraktiv und vom Risiko überschaubar ist. Und wenn man sich auskennt und wenn man vorsichtig ist und sich nicht overleveraged, dann kann man noch ein Geschäft machen. Overleveragen? Und es gibt ja, bitte. Nicht so viele Schulden. Wenn du 100% Finanzierungen machst oder eben nicht aufpasst, dass du auch überteuert einkaufst und zu viele Schulden nimmst, dann kann das auch mal riskant sein. Zurzeit ist ja, die Zinsen sind super niedrig. Was rechnest denn du für dich, damit du einen Puffer einbaust? Was rechnest denn du für einen, ich weiß nicht, auf welchen Zeitraum, also bei mir sind die meisten Kredite bei Wohnfinanzierung 25, 30 Jahre. Was rechnest denn du für einen Zinssatz, dass du für dich einschätzen kannst? Wird das Cashflow positiv sein? Habe ich einen Puffer? Hast du da einen Tipp? Ja, ich habe ja normalerweise Fixzinsbindungen von 10 oder 15 Jahren und dann ist schon ein Teil abbezahlt. Ah, okay. Und da nimmst du dann in Kauf, dass der Zinssatz vielleicht ganz leicht drüber ist oder das kannst du aushandeln, dass du trotzdem so einen guten Zinssatz, also dass du trotzdem so gute Kreditzinsen kriegst? Ja, ich meine, derzeit sind die Kreditzinsen auch sehr, sehr niedrig. Mhm. Na klar. Ja, du bist ja extrem kritisch und ich bin das eigentlich auch, aber ich würde das gerne einfach nochmal, ich tue mir oft auch ganz schwer mit der Argumentation, warum zur Miete wohnen und nicht zum Eigenheim wohnen? Weil auf der anderen Seite auch vermieten, oder? Also das ist ja so interessant. Naja, es ist ganz einfach. Das hat vor allem mehrere Gründe. Nummer eins, haben größere Immobilien eine geringere Mietrendite als kleinere und größere Instandhaltungen. Beispielsweise ein Einfamilienhaus und auch eine große Wohnung ist das Verhältnis Miete zu Kaufpreis unattraktiv als bei einer kleinen Wohnung. Und die Instandhaltungskosten sind generell höher. Außerdem ist eine kleine Wohnung leichter zu vermieten als eine große. Das heißt, es ist sicherlich besser, setz dich dort auf die Vermieterseite, wo große Nachfrage ist und wo geringere Nachfrage ist, bist du Mieter. Dann kommt noch der steuerliche Aspekt dazu, dass du bei einer Privatwohnung normalerweise nicht die Wohnung, die Bankzinsen und andere Dinge von der Steuer abschreiben kannst, bei Anlegerwohnungen schon. Und wenn du ein Unternehmer bist und das Geld in einer Firma verdienst, dann musst du zusätzlich, um dir ein privates Eigenheim zu leisten, das Geld aus der Firma herausnehmen, was noch einmal Steuern kostet. Das heißt, eine Kombination, nehmen wir es mal, aus Kleinwohnungen sind attraktiver als Anlage als große, kombiniert mit dem Fall, dass eben noch steuerliche Aspekte auch eine Rolle spielen. Hast du da einen Sweet Spot an Größe von Wohnungen, wo du sagst, hey, boah, das ist so, also wenn du jetzt so die perfekte Wohnung für dich beschreiben würdest, was ist so der Sweet Spot? Als Anlage? Ja. Das hängt von der Stadt ab, aber durchaus klein, 20, 25, 30 Quadratmeter. Ah ja, wirklich. London vielleicht noch, ist ja ganz interessant. Noch etwas kleiner. Okay, wirklich. London vielleicht sogar noch kleiner. Ich habe mir jetzt nämlich gerade eine Wohnung in Innsbruck gekauft. Die rechnen sich so sehr, sehr gut. Wow, interessant. Okay. Wir haben total viele Leute abgeraten. Wenn du das sagst, finde ich der super. Es hängt natürlich von der Stadt ab und vom Mietniveau. Klar. Aber je höher das Mietniveau in einer Stadt ist, je größer die Nachfrage ist, dann sind kleine Wohnungen, lassen sich immer vermieten. Die Nachfrage ist immer groß und die wird noch steigen. Verrätst du mir, wo schaust du zurzeit? Oder bist du zurzeit wirklich, dass du sagst, okay, du wartest jetzt mal die Runterwelle ab, dass mal vielleicht in den nächsten Jahren das Ganze runtergeht? Verrätst du mir, wo schaust du zurzeit? Gibt es gewisse Tipps, wo du in den Speckgürteln von einigen deutschen Städten. Okay. In den Steinstädten selbst wird es zunehmend schwierig. Okay. Also so jetzt unter Anführungszeichen nicht AAA-Lage, sondern im Randbezirk oder so.
Also ABA-Anlage habe ich mir nie leisten können, da war die dann die Demo zu gering, aber selbst nehmen wir es mal, eine A-Lage kannst du dir heute nicht mehr leisten. Sondern du musst etwas in Speckgürteln, die sich gut entwickeln, gehen. Dort kann man unter Umständen noch was kaufen. Und ich schaue mir auch gerade einige Dinge im UK an, die vor allem dann interessant werden, wenn England aus der EU ausscheidet. Weil das hätte zur Folge, dass das Pfund drastisch an Wert verliert und vermutlich eine Überreaktion an den Märkten stattfindet, sowohl an den Währungsmärkten als auch an den Immobilienmärkten. Und gewisse Teile von England werden trotzdem nicht untergehen. UK ist ja total berühmt, oder es sind ja auch viele europäische Städte, für Studentenwohnungen. Ich persönlich sehe ja einen totalen Trend zum Online-Lernen, so wie du es ja davor beschrieben hast. Wie riskant siehst du jetzt Leute, die was vor allem in so Studentenstädte investieren, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, in den nächsten 15 Jahren da richtige Watschen kassieren, weil irgendwie weniger Anfragen... Es kommt darauf an, welche Unis. Es kommt darauf an, Nummer eins, ob das Elite-Unis sind oder normale Unis. Und das zweite kommt auch darauf an, wie stark die Stadt wirtschaftlich ist. Ich meine, wenn aus der Uni sehr viele Firmen herauskommen, Startups oder die sich sehr gut entwickeln oder ähnliches, dann wird die Stadt sich weiter gut entwickeln. Wenn die Stadt nur von der Uni abhängt und die Uni vielleicht nicht einmal sonderlich gut ist, dann würde ich das schon kritischer sehen. Okay. Wie würdest, rein jetzt du als Investmentprofi, wie würdest du ein Investment in einen 500-Euro-Schein sehen, wenn du denkst, der soll irgendwie, das Bargeld soll ja alles weg, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie zum Sammlerstück wird, auf der einen Seite gegen, auf der anderen Seite null Risiko, weil das, der Wert bleibt immer 500 Euro. Du kannst ja schon einmal anschaffen, aber ich meine, ob das wirklich so viel wert sein wird, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Außerdem wird die Abschaffung noch Jahre dauern. Okay, wie siehst du das mit der Was sicherlich der Punkt ist, dass sehr kritisch, also da würde, das wäre tatsächlich eine Freiheitsberaubung in einem Maße, wo man sich überlegen muss, auszuwandern. Weil das Problem ist, dass der Staat, wenn es kein Bargeld gibt und auch keine Ersatzwährung, beziehungsweise die Ersatzwährungen ebenfalls illegal gemacht werden, weil es könnte auch zum Beispiel Gold, Zigaretten, Silber, Platin, Rolex-Uhren könnte man ja auch könnten sich als Ersatzwährung etablieren. Aber wenn das auch eingeschränkt oder verboten wird, was irgendwann vermutlich der Fall sein wird, dann ist man vollkommen dem Staat ausgeliefert. Der Bitcoin Staat kann jederzeit das von dezentralisiert? Ist ein schwieriges Thema, wenn man einerseits viele Skandale hat. Klar. Sie gab ja schon einige Skandale, wo die weg waren. Kombiniert noch dazu, dass auch der größte oder einer der größten Marktteilnehmer am Bitcoin-Markt der amerikanische Staat über den FBI ist, die eine große Bitcoin-Börse auf Antigua beschlagnahmt haben. Das heißt, auch dieser Markt ist nicht wirklich objektiv. Und Tatsache ist, wenn der Staat das Bargeld abschafft, ist es ganz klar, dass man de facto immer überwacht werden kann, dass der Staat jederzeit alles wegnehmen kann, dass einen der Staat lahmlegen kann, dass er die Dinge besteuern kann, beschlagnahmen, dass er alles überwacht. Es wird sehr schwierig. Das ist ein Grund auszuwandern. Wow, okay, wohin? Was wäre so dein heißer Favorit? Ich glaube nicht, dass alle Länder das Bargeld abschaffen werden. Ich glaube zum Beispiel weder, dass Ungarn das Bargeld abschaffen wird, noch die Schweiz. Oh wow, okay. Zum Beispiel. Woher hast du persönlich diesen ganzen Mindset? Der ist ja bei dir extrem stark. Woher hast du den? Hast du den von den Eltern bekommen, aus der schulischen Ausbildung? Woher kommt Nein, das? Nein, aber aus einer klassischen, ich habe Mathematik studiert und analysiere die Dinge, wie sie sind. Und wenn du 20 Jahre Investmentbanker bist und 10 Jahre Immobilien kaufst und jetzt auch noch ein Online-Geschäft hast und eben viele Unternehmen beraten, aufgebaut hast, das Aufsichtsrat präsidiert hast, hast du halt schon viel gesehen. Und dann siehst du die Dinge realistisch. Viele Leute haben eine rosa-rote Brille, ich habe sie einfach nicht mehr. Ich sehe die Dinge, wie sie sind. Cool. Zum Schluss, ich möchte dir einfach ein paar so ganz, ganz klare, simple Fragen stellen, deine Antworten, je nach Länge, wie du das willst. Hast du spezielle Morgen- oder Abendroutine, wo du sagst, das gehört für dich, oder einen speziellen irgendwie Kaffee in der Früh, Tee in der Früh? Wie ist der Gerald Hörhan? Wie tickt der da? Ja, in der Früh esse ich normalerweise eine Banane, trinke viel Wasser und trinke einen Kaffee. Und meistens beginne ich dann gleich E-Mails zu schreiben oder zu telefonieren. Wann stehst du auf? Je nachdem, ob ich Termine oder ähnliches habe, zwischen 8.15 Uhr und 9 Uhr, am Wochenende um 12 Uhr. Okay, also du hast ein Wochenende, du bist jetzt keiner, der da 7 Tage die Woche komplett gestresst durchhackelt. Es bringt nichts, aber ich arbeite durchaus auch am Wochenende. Und man braucht aber gewisse Zeit, um sich zu erholen und auf Gedanken zu kommen, wie man auch sein Geschäft vergrößert. Nicht mehr operativ arbeitet. Bist du iPhone-Nutzer oder Android? Ich habe ein Samsung-Handy
einem Samsung 6 Galaxy oder so und zusätzlich noch einem Blackberry, weil da kann man schneller tippen. Das finde ich cool. Irgendeine App, was du den Zuhörern sagen kannst, hey, das ist eine App, die was nicht jeder nutzt, aber die ist absolute super Sache, die sollte man unbedingt nutzen. Also ich meine, ich nutze noch nicht so viele Apps. Ich nutze Online-Banking, ich nutze die Airline-Apps, um meine Flüge zu buchen und die Bahn-Apps, um meine Züge herauszusuchen. Und sonst nutze ich nicht so viele Apps. Ich nutze ein paar Dating-Apps und das war's. Also Banking, Transportation und Dating. Die drei Sachen nutze ich als Apps. Das finde ich so cool. Ja, richtig cool, okay. Wenn du Filme, was ist so dein absoluter Lieblingsfilmgenre? Wirtschaftsfilme. Ehrlich, oder? Okay. Irgendein Tipp, was man sagt, hey, das ist so ein Must-See, den muss man gesehen haben? Ja, ich meine, ich habe schon einige gesehen, aber vielleicht einen Film, der richtig gut ist, den nicht jeder kennt, ist Barbariansätze geht. Ah ja, kenne ich wirklich, ich schreibe mir gleich auf. Okay, interessant. Okay. Bücher, ich gehe davon aus, wie im Englischen Leadership. Ja, vorhin Wirtschafts- und Politikbücher. Also zum Beispiel jetzt lese ich gerade ein Buch von Guy Vaynerchuk oder ein Buch, das heißt Why Things Catch On. Ah ja. Und ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, The Plutocrats von Peter Thiel vom Zero to One. Ja. The Facebook-Effekt, Merchants of Debt und viele mehr. Irgendein Buch auf Deutsch, wo Goldman sagst du? So Goldman Sachs, Money and Power, How Goldman Sachs Came to Rule the World, also meistens Wirtschaftsbücher und Geschichtsbücher. Naja. Wie siehst du, wenn du bei JP davor gearbeitet hast, jetzt, wie siehst du Goldman, wie siehst du diese anderen Banken? Man durfte da viel besseren Einblick als die meisten anderen. Also die goldenen Zeiten sind vorbei. Man sieht ja auch, dass es selbst Goldman Sachs nicht mehr so leicht fällt, Mitarbeiter zu rekrutieren, weil eben die Regulierung sehr groß geworden ist und die Verdienstmöglichkeiten geringer. Insbesondere in Europa sind die goldenen Zeiten vom Investmentbanking sicherlich vorbei. In anderen Jurisdiktionen sind sie noch gegeben. Aber es gibt sicherlich heute Alternativen, wenn man sieht, dass auch die besten Leute nicht mehr an die Wall Street gehen, sondern in Silicon Valley. Mhm. Und das vermutlich durchaus aus ökonomischen Gründen. Wenn ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige heute gerade maturiert, würdest du dem der empfehlen, auf die Uni zu gehen? Wenn ja, die Person will Unternehmer werden, also so der so dir in den Schuhen folgen, was für Studium würdest du der Person empfehlen? Also eine, oder Kombination, überhaupt kein Studium? Eine Kombination aus Informatik, Wirtschaftsausbildung und dann noch irgendeinen Spezialbereich. Wobei insbesondere die Bereiche, wo sich stark verändern werden, werden sein die Finanzbranche und die Versicherungsbranche, die Gesundheitsbranche, die Ausbildungsbranche, wo ich immer auch tätig bin im Bereich Online Education, die Bereiche Social und Government Services, der Bereich der Transportation, der Bereich Medien, der Bereich Maschinenbau, der Bereich Big Data, da wird es sehr große Veränderungen geben. Wo findet man dich überall online? Also die ganzen Zuhörer, ich link das alles unten in die Shownotes rein. Was sind so die Kernlinks, wenn du sagst, so die drei wichtigsten Dinge, was sich jetzt der Zuhörer anschauen soll? Auf der einen Seite, um vielleicht was über dich rauszufinden, aber genau deine Online-Finanzschule, welche Dinge sind genau die Dinge? Also meine Online-Finanzausbildungsfirma heißt Investment Punk Academy und die findet man auf www.investmentpunk.academy. Okay. Und das ist so die wichtigste Ressource. Findet man dich irgendwie auf Facebook oder wo kann man dir folgen? Dir als Privatperson? Auf vielleicht? Facebook habe ich auch eine Fanpage und die heißt Investment Punk. Okay. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt Investment Punk Academy und dort kann man mir natürlich auch folgen. Snapchat auch schon Instagram. Drauf? Ich bin schon auf Snapchat, aber da bin ich erst dabei, das Ganze zu erlernen. Aber ich bin schon auf Snapchat. Ja, du bist ja da. Also muss ich mal sagen, ich sehe ja oft ganz viele Leute in Österreich, Deutschland, die sind ja da oft nicht so schnell. Wie schaffst du das da, am Puls der Zeit zu bleiben, dass du das immer eigentlich vorne dabei bist? Indem ich Bücher lese, indem ich mich damit beschäftige, Leute treffe, die da aktiv sind, mich mit vielen smarten jungen Leuten umgebe, die davon was verstehen, einen eigenen IT-Mann habe, so läuft das. Hast du irgendein spezielles Hintergrundbild am Handy oder am Computer, wo du sagst, das motiviert dich oder das ist für dich eine gute Erinnerung oder das ist etwas, das willst du jeden Tag sehen? Nein. Okay, das heißt, du hast einen Standard-Hintergrund. Ich weiß, was ich will. Meine Ziele sind klar schriftlich definiert. Okay, darf ich fragen, wie definierst du die Ziele? Ja, auf ein Jahres- und 10-Jahres-Basis. Und auf ein Jahres-Basis relativ genau, was welche Firma verdienen soll und muss und was eben sonst noch persönliche Ziele sind, wirtschaftliche Ziele und so weiter. Und auf 10 Jahre ist halt eine gewisse Vision kombiniert mit gewissen wirtschaftlichen Zielen.
ich meine, in diesem Podcast interviewe ich ja ausschließlich außergewöhnliche und extrem erfolgreiche Leute. Interessant ist, dass viele von den Gästen, wenn ich sie frage, selber nicht sagen, dass sie erfolgreich sind. Wenn ich dir jetzt frage, Gerald, siehst du dich selber als erfolgreich? Sagen wir so, ich habe sicherlich weitaus mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung erreicht, aber es gibt doch noch einige Leute oder gar nicht so wenige Leute, die noch erfolgreicher sind. Also immer die Frage, ob das ist, das Glas ist halb voll oder halb leer, nach welchem Maßstab du nimmst. Wer ist für dich voll, jetzt sagst du so, das Bevölkerung? Ja, also im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ist das Glas natürlich deutlich mehr als halb voll, aber im Vergleich zu einem Warren Buffett oder zu einem Facebook oder Snapchat-Kunde ist das Glas noch ganz leer. Die Frage, welchen Maßstab du nimmst. Aber du bist für dich, also du würdest schon für dich sagen, du bist erfolgreich, weil sonst meine nächste Frage wäre, was müsstest du jetzt noch erreichen, dass du für dich selber das Gefühl hast, okay, ich habe was erreicht? Also sagen wir so, erfolgreich bin ich glaube ich schon, also zumindest nach objektiven Maßstäben ja, aber das Ganze mal 10 und eben wie gesagt im Bereich Online-Ausbildung im Wirtschaftsbereich führend. Das ist das Ziel. Also du hast immer noch, also du hast auch obwohl du schon so weit so gut bist, dass du sagst, immer noch 10x, du willst das alles nochmal verzehnfachen, das ist für dich total wichtig. Ja sicher. Ich meine, wenn du stehen bleibst, fährst du sofort zurück. Wie hast, langweilig. Wo findest du die Motivation? Ich denke, für viele Leute ist so, ich verdiene 1500 im Monat, boah, wenn ich 3000, 5000 verdiene, das wäre schon cool. Wie findest du die Motivation, dass du da nochmal 10x nimmst? Ja, sagen wir so, ich war immer ehrgeizig und mir macht es Spaß, Dinge aufzubauen und entsprechend Gas zu geben. Und das habe ich auch nicht vor, aufzuhören. Wie gesagt, ich müsste nicht mehr arbeiten. Das hat einen gewissen Vorteil, weil es mir leichter macht, Geschäfte zu machen und etwas Dinge mehr mit Ruhe zu sehen und längerfristige Entscheidungen treffen zu können, aber nichtsdestoweniger, mein Hunger wird immer größer, der hört nicht auf. Cool, also glaub, nicht im Gegenteil, das kleine wird es immer größer, coole Sache. Cool. Du hast natürlich einen Vorteil, auch wenn du Geld hast oder so, dass du auch, wenn man so Dinge machen kannst, eben wie die Welt zum Positiven verändern oder wo du was gestalten kannst. Und dass du dauernd Sorgen machen musst, wie du denn eine Rechnung bezahlen kannst, dann ist dafür relativ wenig Zeit. Ja, sicher. Du, Peter Thiel hat immer so eine ganz berühmte Frage, die kennst du auch. Ich ändere die ganz ein bisschen ab. Die Frage ist, was glaubt der Gerald Hörhan, wo die meisten Leute ihm widersprechen würden? Also sehr viele Leute widersprechen mir beispielsweise, dass das Eigenheim eine schlechte Sache ist. Das widersprechen mir sehr viele Leute. Mittlerweile glaube ich auch, dass zumindest sehr viele Leute noch widersprechen, dass sich welche drastischen Veränderungen die New Economy nach sich ziehen wird. Das ist schon etwas, wo vor allem viele ältere Leute das noch nicht erkennen, den Trend. Darf ich dich da fragen? Magst du da ein bisschen ins Detail gehen? Das ist, glaube ich, sicher total, also auch für mich jetzt total interessant, was du da, wie du das siehst. Also sagen wir so, es werden 80% der Jobs, der derzeitigen Jobs verschwinden und durch neue Jobs ersetzt werden, zum Teil auch nicht. Und es werden ganze Branchen sich total umkrempeln und wer darauf nicht vorbereitet ist, wird schlicht und einfach verarmen. Kennst du das Buch zufällig, wie Roboter die Welt regieren? Sagt dir das? Nein, das kenne ich noch nicht, aber ich kenne ein Video, das nennt sich Humans Need Not Apply. Wow, okay. Und auch das fasst es, sagen wir so, auch das fasst es auch recht gut zusammen. Und die Zeit und die Zeiten in diese Richtung, das wird von vielen Leuten unterschätzt. Und es gibt Leute, zumindest in Silicon Valley oder in Cambridge, die noch eine aggressivere Meinung vertreten als ich. Eine deutlich aggressivere. Die sagen mir, ich bin viel zu weich. Wow. Und ich erkenne die Schärfe der Sache nicht, in der Schärfe, in der sie kommen wird. In welchen? Wie gesagt, ich glaube, da hängen auch politische Entscheidungen daran. Ich glaube, das wird nicht in jedem Land gleich sein. Aber ich glaube, das zu unterschätzen, was viele Leute machen oder zu ignorieren oder zu sagen, das ist böse, das gibt's nicht, das betrifft mich eh nicht, das wird zum wirtschaftlichen Untergang der entsprechenden Personen führen. In welchem Zeitraum siehst du es, dass es fast schon illegal ist, selber Auto zu fahren, sondern dass es im Prinzip selbst, dass man eigentlich nur mehr selbstfahrende Autos sieht? Was ist so dein Zeithorizont, wo du sagst, das ist realistisch in Österreich? Also ich glaube nicht, dass es illegal sein wird, es wird immer vermutlich wird das teuer sein, aber man wird immer noch mit irgendwelchen Sportwagen wie Ferraris und Aston Martins, die auch Benzin getrieben sind, irgendwo herumfahren können. Ich glaube, das wird es noch länger geben. Aber in einigen Städten werden sicherlich selbstfahrende Elektro- oder Hybridautos das Straßenbild dominieren. Und zwar in den nächsten 5 bis 10 Jahren beginnen vermutlich einerseits in San Francisco, in Hongkong,
eventuell auch vielleicht in Städten wie Amsterdam oder so, und natürlich unter Umständen auch in Städten wie Peking oder Shanghai oder so, wo es sehr große Umweltprobleme gibt. Denn die Kombination aus Elektroauto und selbstfahrendem Auto löst vier Dinge, die in Städten ganz wesentliche Probleme sind, nämlich das Problem der Umweltverschmutzung, das Problem der Staus und der Parkplatznot, das Problem des Lärms. Also sind alles Dinge, die das selbstfahrende Elektroauto löst. Es ist unglaublich, wie viele Teslas ich zum Beispiel in Hongkong sehe. Es ist echt unglaublich, unvorstellbar schon fast. Ja, es ist wirklich. Okay. Ja, aber Hongkong eignet sich auch dafür, weil Hongkong eben kein Auto mit großer Reichweite braucht, weil Hongkong nicht groß ist. Ja, klar. Ja, ich habe eine Wette laufen mit einem aus München, der richtig Autofanatiker ist. Und der sagt zu mir, in 10 Jahren sieht man immer noch keine selbstfahrenden Autos. Und ich wette da dagegen. Also ich bin ja, du sagst zu mir, 5 bis 10 Jahre. Also die Aussage, dass man keine selbstfahrenden Autos sieht, ist schlicht und einfach falsch. Wer jetzt in der E-Klasse, der Markt ist, bereits auf der Autobahn selbst fahren kann. Also es ist nur eine Frage der Zeit, diese selbstfahrende Autos gibt. Das ist nur eine Frage von 5, 6 Jahren. Also das glaube ich. Und ich glaube nicht, dass es immer Elektroautos sein werden, sondern vermutlich Hybridmodelle, die auf der Langstrecke noch einen Benzintank haben und in der Stadt einen Elektromotor. Mhm. Weil die Batterieprobleme bei der Reichweite werden sich nicht sofort lösen lassen, wie unsere Handys oder unsere Computer. Was denkst du? Und wenn man Tesla ordentlich fährt, wenn man einen Tesla ordentlich fährt und das Auto ein paar Jahre alt ist, hat es vielleicht noch eine Reichweite von 250 Kilometer. Und hast das reicht nicht einmal von München bis Frankfurt. Hast du selber ein Auto? Ich habe viele Autos. Okay. Aber verwendest du die für dich als Nutzen oder sind das für dich reine Spaßmodelle? Nee, ganz so ein geschäftliches Auto, was ich tatsächlich auch für Dienstreisen verwende, meistens mit Fahrer und der Rest sind Spaßautos. Okay. Willst du sagen, was ist dein Dienstauto und was sind deine Spaßmodelle? Ein AMG Mercedes ML63 und Spaßauto habe ich einen englischen Roadster namens TVR und einen Aston Martin DB9 Cabrio. Schöne, geil. Coole Sachen. Ja. Wie lange hast du die schon? War das so ein Traum von dir oder sind die dann einfach gekommen? Ja, ich war immer ein großer Autofan, wollte schöne Autos haben, ja. Cool. Hey, zwei letzte Fragen. Die erste Frage ist eine Armageddon-Frage und da würde mich einfach total interessieren, was würdest du machen? Stell dir vor, wir hören, dass ein Asteroid auf die Erde zufliegt, nur mehr 6 Stunden zum Leben und danach wahrscheinlich löscht das Leben aus. Was würdest du in diesen letzten Stunden machen? Was ist das Allerletzte, was dir ganz so wichtig ist? Also ich habe normalerweise nie so negative Gedanken, aber vermutlich würde ich die Zeit mit meinem Sohn verbringen und vielleicht die Sachen machen, die mir Spaß machen. Das heißt vermutlich essen mit dem nächsten Martin herumgrusen, Party machen, gut essen und sowas. Und das mit meinem Sohn. Cool. Beim Essen, das wollte ich dich sowieso immer schon mal fragen. Essen, Sport, wie ist dein Lebensstil da? Ja, ich bewege mich viel. Ich bin jetzt kein Spitzensportler, aber ich bin wirklich laufen, das sollte ich öfters machen. Ich gehe relativ viel zu Fuß, also ich mache am Wochenende mal längere Spaziergänge oder Wanderungen durchaus für 2, 3 Stunden. Und ich esse sehr leicht. Also ich esse sehr gutes Essen, sehr leicht. Viel Fisch, viel Salat, viel Obst. Also du achtest da voll drauf. Keine Stelzen und so weiter. Ja, schon, mir schmeckt auch das andere nicht, aber ich bin da schon noch etwas verwöhnt. Okay, cool. Wie alt ist dein Sohn, darf ich fragen? 6 Monate. Ah, wow, gratuliere. Wow, okay, super, schön. Allerletzte Frage, stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, jeden Morgen allen Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt eine Twitter-Länge-Nachricht, also 140 Zeilen, jeden Morgen kriegen die dieselbe Nachricht. Was würdest du den Leuten schicken? Dieselbe Nachricht, jeden Tag dieselbe Nachricht. Genau. Lebe deine Träume, live your dreams und work for it und wow. Gib Gas. Wow. Liebe Zuhörer, Gerald Hörhan, ihr seid der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt und ihr habt jetzt gerade 30 Minuten Gerald Hörhan. Gerald, ich sag so 1000 Dank für deine Zeit, das war richtig cool. Gerne, alles Gute.